Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marshmap 3.1. Immer noch die Single Map, die Standard Map sozusagen. Ich weiß, vor 2 Wochen ist die Vierfachkarte erschienen, aber ja, ich hatte noch keine Zeit zu wechseln und die Folgen, die ihr jetzt seht, sind unmittelbar nach dem, also einen Tag nach dem Release der Vierfach-Map entstanden, und die Vierfach-Map in der Graben-Version lag zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht vor, und ich spiele immer die ohne Gräben, und daher habe ich noch nicht gewechselt. Ja, ich werde jetzt am Freitag wechseln. Dann werdet ihr die Vierfach-Map-Version sehen, die ersten Let's Plays, und bis dahin werde ich auf dieser Map nochmal mächtig ernten. Und dafür gucken wir jetzt erstmal, was hier Sache ist, was meine Felder machen. Wir haben ein paar Rapsfelder, eigentlich 5 Rapsfelder und 2 Weizenfelder leider nur. Ich wollte eigentlich viel mehr Weizen anbauen, aber das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Und die sind auch schon fast alle reif. Ist denn das Feld 5? Ach, das Feld 5 gehört mir auch gar nicht. Völlig egal. Ja, gut. Soweit, so gut. Ich habe jetzt irgendwie auch schon ein paar Tage nicht gespielt. Daher bin ich jetzt gerade etwas raus. Muss mich erstmal orientieren, wo wir denn sind. Okay, der steht da. Ich wollte auf jeden Fall... müssen wir Milch wegbringen. Ich habe also auch schon geguckt, wie man die Daten übernehmen kann. Das heißt, wir müssen auch nicht zwingend vorher alles wegbringen, weil das doch schon so funktionieren wird. Naja, wir können doch recht viel übernehmen. Was wir nicht übernehmen können, sind Silage. Aber das interessiert mich nicht, weil... also zumindest in den Fahrsilos nicht, und ich habe auch keine Silage in Fahrsilos, daher ist das jetzt für mich nicht so wild, dass wir das nicht übernehmen können. Ja. So, wie gesagt, wir bringen jetzt erstmal hier schon mal Milch weg, und dann würden wir gleich dann mal unsere Ernteflotte auf den Weg bringen und einfach schon mal anfangen, alles Mögliche abzuernten, damit wir das jetzt bis Donnerstag fertig haben. Weil ich möchte eigentlich keine Felder hier stehen lassen bis dahin. Ja, das heißt, wir haben also inklusive jetzt, haben wir 6 Folgen Zeit, das zu machen. Und da sollten wir dann keine große Zeit verlieren. Ich bringe auch nicht mehr Milch jetzt erstmal hier hin, sondern würde jetzt erstmal die ganzen Cosplay-Helfer auf Kurs schicken, dass die anfangen... die Sachen, die Felder zu ernten. Wir brauchen die auch nicht dann schon gleich verarbeiten, sondern wir bringen erstmal, zumindest von den Feldern, die beim Hof sind, bringen wir alles ins Hofsilo. Und ja. So werden wir das machen. Es liegt immer noch diese komische Stange da. Die verkaufe ich gleich. Das sage ich jetzt auch bestimmt schon gefühlt seit 10 oder 20 Folgen, glaube ich. Jedes Mal, wenn ich hier vorbeifahre. Die brauchen wir einfach nicht. Die kann weg. Ja, ein wunderschöner Sonntag heute. Hoffe ich. Kann ich ja nicht sagen. Ich produziere das ja doch einige Zeit im Voraus. Weil ich jetzt einfach geschäftlich verhindert bin und nicht zum Spielen komme. Daher muss ich das jetzt so weit im Vorfeld produzieren. Effekt, wenn man jetzt überlegt, das ist jetzt tatsächlich gerade ja, so ungefähr Ende November, wo ich das produziere. Und wenn ihr das seht, ist schon Mitte Dezember, also tatsächlich mit einigen Vorlauf. Den können wir auch mal schon mal voll machen, das schadet ja nicht, aber wir produzieren ja auch noch. Erster Drescher. Jetzt machen wir gleich hier auf Raps an. Jetzt muss ich ihn bloß einmal wenden.
mal, dass wir das denn hier alles so schön auf die Reihe kriegen. Ich werde jetzt auf diesem Feld hier nicht mehrere Drescher einsetzen, sondern immer schön einen. Ich kann dann, im Endeffekt tut sich das ja nichts, ich kann ja drei Drescher auf drei Feldern einsetzen. Und damit sollten wir dann auch safe sein. Wieso ist denn da in der Mitte so ein Riesenbereich gar nicht gesät worden? Das ist ja ätzend. Ich meine auch, dass es hier ja noch irgendwie eine Möglichkeit oder noch einen fertigen Kurs gibt. Oh, hier ist ja ganz... Das mit dem Sehen, mit Cosplay, das müssen wir uns dann auch nochmal ansehen, sozusagen. Ja, heute ist nicht mein Wortspieltag, glaube ich. Ausklappen und dann schauen wir mal, was die Cosplay-Kurse sagen. Feld 1. Den Silo pressen Schwadern. Feld 1. Dreschen gibt's ja gar nicht. Okay. Ja gut. Dann machen wir jetzt einen. Feld 1. Startposition. Aktuelle Fahrtposition. Vorgewende. Können wir ruhig 5, 6 machen. Vorgewende machen wir aber scharf. Ja. Was auch immer das hier heißt. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es ja jemand und mag es mir in die Kommentare schreiben. Das speichern wir jetzt erstmal. Weil es eigentlich egal ist. Weil ich ja hier eh kein Stroh aufsammle, weil es ja Raps ist. Irgendwo konnte ich ihm auch noch sagen, er soll den ersten Punkt gerade anfahren. Sehr schön. Fahren jetzt schon mal so ein bisschen hier vor. Beginnen am ersten Wegpunkt. Jawohl. Macht er jetzt. Halt. Abfahrer entlassen. So, jetzt geht's los. Was ist das? Los, fahr. Sehr schön. Mist. Ist ja doch. Ist ja gar nicht Raps. Das hier war ja eins der Weizenfelder. Da wollen wir natürlich Stroh machen. Strohablage einschalten. Der jetzt als scharfe Ecken? Naja, gut. War vielleicht doof von mir. Mach sein. Gucken wir mal. Nee, jetzt baue ich mir, jetzt suche ich mir erstmal einen Abfahrer aus. Den natürlich. Aber egal, in welcher Reihenfolge geht das.
Und auf geht's. Auf geht er, der Peter. So, das erste Mal abtanken werde ich jetzt noch von Hand machen. So, wo bleibt mein Drescher? Da ist er. Ja, schon mal den Kurs laden. Feld 1 Silo. Manuell zuweisen. Den weisen wir dann zu. Jetzt warte ich aber einfach schon mal, bis er jetzt gleich hier ist. Dann tanke ich ihn schon das erste Mal manuell ab. Macht er mir hier gleich Probleme? Stehe ich im Weg? Aber das sind doch mal schöne Ecken. So, jetzt muss er bloß hier noch vernünftig rumkommen. Mir heute auch was zurecht hier. Wenig Schlaf gehabt, merkt man das? Oh. Geht's doch. Ja, klapp ein, los. Einklappen. Jawoll. Nein, nicht wieder ausklappen. Nicht ausklappen. Du hast doch... Keine Kollision, okay. Und dann? Ich kann aber jetzt eigentlich ja schon mal den Abfahrer einstellen. Der macht das dann schon. Hoffentlich. So, nächsten... den schon mal haben. Den können wir jetzt zumindest schon mal rausholen und den nächsten Anhänger ankoppeln. Den machen wir noch zusammen fertig. Nein, ich wollte nicht näher ran, ich wollte weiter weg. Hinstellen, ein Schneidwerk zu haben. Da. Ja, ich habe ja hier noch so viele Hallen. Die sind alle nicht gefüllt. Aber das kann ich dann ja alles auf der Vierfach-Map noch machen. Und die voll machen. Sozusagen. Ja? Bisschen eng hier, was?
bisschen eng hier. So, was mich aber ja beruhigt, ich muss hier gar nicht wie so eine wilde Wurz alles verkaufen. Weil ich einfach ganz viel übernehmen kann. Ich hab ja nicht gedacht, ich muss hier alles noch verticken und so. Aber ist gar nicht. Quatsch. Wenn man nicht weiß, wie man seine Hänger koordinieren muss, ne? Das ist schon traurig. So. Das hier ist ja Feld 20. Feld 20 Dreschen. So, gucken wir mal. Das ist der Startpunkt. Wo bin ich? Hallo? Versetze? Nein. Bahnversatz nicht. Alles gut. Ja, dann fahren wir los. Dann dresch mal. Ja, klar. Hier ist ja auch der Wartepunkt für ihn. Auch richtig. Muss ich dann. Da bin ich selber schuld. Da hätte ich warten müssen, bis wir hier dran vorbei sind, bis ich den Cosplay-Kurs starte. Ja, logisch. Ganz klar. Ach, ihm habe ich jetzt nicht gesagt, er soll die Vorgewände scharf fahren, oder? Na, wo habe ich denn jetzt meine Drescherchen? Da. Ja, egal. Glas steckt im Verkehr fest. Ah, er hier ja wohl nicht. L20 Kilo. Drescher zuweisen. Los, fahr, fahr, fahr. Dann gucken wir mal. Sehr Gut, das sind so kleine Startschwierigkeiten, aber normalerweise müsste das gleich eigentlich besser laufen. Warum fährt der Lexion jetzt nicht weiter? Voll ist er noch nicht. Er soll beim Abbunkern anhalten oder was? Das kann natürlich sein.
ich heute schlecht. Das ist unglaublich. Unfassbar. Da war das, ne? Macht er jetzt? So. Tempomat aus Versehen aktiviert, hier falsche Taste gedrückt. Das ist natürlich doof. Was macht er denn jetzt? So. Jetzt habe ich hier 8 Meter Abtankabstand eingestellt. Er kommt jetzt gar nicht klar. Mann, du. Kann doch nicht so schwer sein. Solltest du hinterm Drescher fahren? Ja, los. Ja. Ja, das stimmt natürlich auch nicht. Da sind noch die 5 Meter drin, die ich vom na, wie heißt es denn? Vom Kartoffelernter hab. Da brauche ich 5 Meter Abstand. Auch das ist zu wenig. Wie viel brauche ich denn hier? Wie kann ich denn das jetzt auf automatisch stellen? Geht das? Ich weiß gar nicht, wie es geht. Ja, die Folge wird ein bisschen länger. Die Folgen werden wahrscheinlich jetzt alle ein bisschen länger werden. Also nicht nur 15 Minuten, sondern vielleicht auch mal 20 oder 25 Minuten. Okay, 10 Meter würde reichen, aber 11 Meter ist auch okay. Zu wissen. Ja, ich habe da auch ein langes Überladerohr ausgewählt, aber ich hatte keinen Bock immer auf die auf die Traktoren, die dann so dicht da dran stehen. Da hatte ich echt keine Lust drauf. Ging mir doch echt auf den Keks. So, aber warum er da jetzt hier verkackt? Keine Ahnung. Ja, ich weiß, der andere Lexion steckt fest. Ich will nur ihn hier eben schnell vernünftig abtanken lassen. Dann gehen wir weiter, dann gehe ich zum anderen Lexion. So. Ja, hier, ja. So, kein Wunder. Hier so ein Vollhorst. Mal wieder voll im Weg stellt. Meint, das wäre cool. Wie kriege ich das nur in den Griff? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt hauen wir den Drescher noch eben durch die Gegend. Macht ja alles nichts. Ja, egal. Ist ja egal. Jetzt, das ist schön.
Das wäre es jetzt auch gewesen. Zwei Drescher habe ich auf dem Weg. Den dritten bringe ich gleich auf dem Weg. Und dann schauen wir mal, wie die sich alle verhalten. Und ob der eine Abfahrer immer wieder gegen den Baum fährt, wie er es immer so gerne tut. Der auf Feld 2. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Also heute Nachmittag, Sonntagnachmittag. Oder wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst oder ein Like hinterlasst. Oder wenn ihr mich abonniert. Ich sag mal, ciao.